Ein Brief und das Aussehen. Der Fischfluch hat mich bisher nicht entmutigt. Ich forsche weiter, bis sich das Glück zu meinen Gunsten wendet. Zuerst erkannte ich, dass Davy Jones nicht der riesige, oktopusartige Mann war, wie in den Legenden von vielen Ureinwohnern dargestellt. Auch mir erschien er in dieser Gestalt, aber das war nur eine Illusion, ein Trick, den er auf Lager hatte. Er war ein gut gekleideter Mann, der seinen sozialen Status angeblich mit Geld aus dunklen Geschäften erworben hatte. Der verstorbene Bürgermeister fand heraus, wie Davy Jones tatsächlich aussah. Interessant. Was? Der Schatz befindet sich nicht unter dem Bug, sondern... Also, das ist ein Novum. Schneiden wir das auf? Alter. Ernsthaft? Ein Gürtel. Wer versteckt denn seinen Gürtel in einem Stuhl? Ach, wir müssen jetzt Davy Jones zusammenbauen. Auf dem Tisch liegen jede Menge Nähutensilien. Mary versuchte offensichtlich, die Kleidung von Davy Jones anzufertigen. Eine Piratenfigur. Zuerst würde er den Mantel anziehen. Aha, jetzt müssen wir Kleidung zusammenbauen. Alter Schwede, was ist denn da verkehrt, ey? Also das, so sieht er scheinbar nicht aus. Das ist nur ein Trick. Hier haben wir ein Wimmelbild. Morgenstern hat Gold im Mund. Gold im Mund ist ungesund. Handschuhe, Ziegenleder. Woher weiß ich, wie Ziegenleder aussehen soll? Wobei, was unterscheidet Ziegenleder von normalem Leder? Das war ein Schild. Schnorchelmuschel. Schnorchel? Hier ist die Muschel. Ein Schnorchel. Wo ist ein Schnorchel? Ich sehe ihn nicht da hinten. Spiegelkrabbe. Was ist das? Goldbahn? Aha. Alter, eine ganze Kiste mit Goldbahn, weißt du? Und wir nehmen halt wieder... Und so, warum nehmen... Alter, wir hätten so... Wir wären so fucking reich, wenn wir hier alles mitnehmen würden, was wir kriegen. Ein Schnorchel, wo ist ein... Ich finde ihn nicht. Ziegenleder, ach so. Siegelkrabbe Degen. Spiegel. Das ist kein Spiegel. Puh. Da. Ruder und Säbel. Das ist ein Säbel. Und das Ruder. Das Ruderluder. Wo ist denn das Ruderluder? Ziegenleder finde ich auch nicht. Keine Ahnung. Das sieht nach Leder aus. Das ist kein Leder. Was? Wo soll ich Ziegenleder finden? Das kann ich nicht mehr zumachen. Ach so, die Flasche nennt sich Ziegenleder. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen rumklicken. Ich habe keine Ahnung, ich sehe keinen Ruder. Die einen Ruder gesehen. Da, lol. Und wir kriegen den Degen statt dem Goldbahn. Yeah, wie nützlich. Piratenhut. Kann ich das da reinmachen? Nee. Mit dem Degen. Ah, das ist das Zahnrad. Nein. Ach so. Alter. Klar, Simon Says mit den Anemonen. Ach so. Wer weiß, warum? Ich verstehe es nicht. Okay, ich muss es nicht verstehen.
Es wäre ja auch zu einfach. Oh, und hier ist wieder ein Wimmelbild. Ein Wimmelbild. Na gut, dann gucken wir mal. Kleiderbügel. Ein Geodreieck. Finde ich nicht. Keine Ahnung. Hier so ein Rechenschieber. Dann könnt ihr... Da ist das Geodreieck. Alter Schwede. Staubwedel. Chamäleon. Schriftrolle. Nudelholz. Wo ist das Nudelholz? Oh, ich habe so einen Hunger jetzt wegen dem scheiß Nudelholz. Da ist es. Seestern. Habe ich schon gesehen? Habe ich wieder vergessen. Da hinten. Hammer. Da kriegen wir hoffentlich den Hammer. Garnball. Ein Holzbein. Eine Feder. Und die Maus, die da hinten drin ist. Ich muss die Maus mit etwas Leckeren herauslocken. Käse. Totales Klischee. Mäuse essen. Alles. Fast alles. Getreide. Käse ist halt nur... auch so. Ja, bla. Achso, nee. Warte, zurück. Hier können wir jetzt das Ding aufhauen. Hier. Mit dem Hammer. Bing, bing. Zweimal drauf gekloppt und hier kriegen wir eine hässliche Maske und ein Zahnrad. Was kann ich mit dem Schaufensterpuppenkopf? Gut, dann können wir dann draufstecken. Boah, ist das so eklig, hässlich. So, Hut hat er schon mal. Degen? Nein, ich muss den Gürtel befestigen. Ja, zuerst den Mantel. Tja, was könnte ich jetzt machen? Also, wir haben unseren Hammer noch. Ja, also den Meißel haben wir weggeschmissen. Hammer haben wir noch. Dann können wir das vielleicht einhauen. Plopp, plopp, plopp. Und da ist der Mantel versteckt. Er hat versucht, die Statue da hinten anzuziehen. Aber weil er sich gesagt hat, ja, nee, zum Aufbewahren betoniere ich das in dem Sockel von der Statue ein. Gürtel und Degen. So sah der aus. Oder so sieht er aus, oder wie? Ich kann die Waffe am Gürtel befestigen. Was für eine Waffe? Ich hab doch... Achso, braucht er noch eine Knarre, oder wie? Der braucht wohl noch eine Knarre. Zahnrad fehlt uns noch. Eine Muschel. Zahnradmuschel. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da bei den Fässern. Wo könnten wir hier noch... Ach, da ist eine Schublade mit so einem Muschelding. Dreh die Ringe, um auf den Zylindern ein Bild zu gestalten. Natürlich dreht sich das alles gegeneinander. Das ist so lächerlich, ey. Ist halt so ein bisschen hin, aber nicht so ganz. Boah, ich hoffe, ich muss das auch nicht ganz perfekt machen. Oh, Gott sei Dank. Und eine Knarre, Alter. Die war aber gut versteckt. Kommt doch keiner drauf. So. Jetzt können wir den Mannequin da hinten fertig ausstatten mit seiner Knarre. Und dann wird wahrscheinlich irgendwas explodieren. Oder seine Brust geht auf. Natürlich.
Ich bekomme das Herz. Was ein Bunt... Was ist eine Buntglasinsel, weißt du? Aber so soll er ausgesehen haben. So prächtig gekleidet. Hm. Interessant. So. Repariere die Säule, haben wir fertig. Ein Zahnrad fehlt uns noch. Betritt die Geheimkammer. Was ist hier? Jemand hat den Steinzwerg seiner geometrischen Tattoos entfernt. Er hält etwas in seiner Hand. Sein Griff ist allerdings zu fest, um es herauszuziehen. Klatschen wir den Kopf mal ran. Die Zwerge. Laut den übersetzten Legenden konnte sich Davy Jones eine Position innerhalb der wohlhabenden Familien in der Karibik sichern. Nach einer mysteriösen Tragödie verschrieb es sich ohne Rücksicht auf Verlust einem unbekannten Ziel. Er nutzte seine vielen Ressourcen, um Menschenwünsche zu erfüllen und verfluchte sie zur selben Zeit. Er nahm ihnen ihre unsterblichen Seelen. Alle Personen, die mit Davy Jones zu tun hatten, erhielten Zwerge unterschiedlichster Art und Größe. Die Zwerge bewachten die Truhen, die zu den Visitenkarten von Davy Jones wurden. Also von Jones wurden. Auch ich habe so einen Zwerg. Eine erschütternde Tragödie brachte Davy Jones dazu, seine Missetaten zu verüben. Ja, natürlich irgendeine gescheiterte Liebesaffäre. Zeug ist ja immer so. Hier haben wir noch einen Arm. Und jetzt... Ach so, der braucht seine geometrischen Tattoos. Hm, okay, da können wir nichts machen. Hier haben wir ein Wimmelbild. Goldzahnräder. Piratenhacken, Piratenflagge. Steinstatue. Ein Teleskop. Ein Beutel, eine Krone. Krone, Krone, hallo, Krone, 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 Krone. Kelchkarte, Kelchkarte, Karte. Karten, das sind Karten. Karte. So, können wir jetzt die Truhen öffnen hier? Kriegen wir die Gabel und einen Kompass. Und die Perle kriegen wir aus einer Muschel. Damit ich einen Blick auf das Weichtier werfen kann, muss ich die Schale mit etwas Scharfen aufstemmen. Hm, hier. Perle. Und wir kriegen das Goldzahnrad. So, jetzt können wir da ganz am Anfang... das Wimmelbild machen, das wieder neu gekommen ist. Hier, ach so, na gut, das ist jetzt mal ziemlich einfach. Bäm. So schnell geht das, wenn man nur will. So, aber eigentlich wollte ich hier die Zahnräder reinklatschen. Vervollständige das geheime Muster, indem du die Zahnräder vertauschst, um die Mechanismen zu aktivieren. Das Zahnrad passt. Dieses Zahnrad muss hier hin. Und dann muss hier irgendwo was anderes hin. Ach, ja, ja, ja. Das sieht nicht schlecht aus. Das hingegen schon. Und hier, ja. Passt nicht. Muss hier hin, hier hin. So. Das war easy. If I'm right. The golden doors at the end of the middle passageway should be open now. Aha, also die Tür soll jetzt geöffnet sein. Bei dem mittleren Weg? Ja, und tatsächlich ist sie offen. Aber wir können auch dem seine Dinge einsetzen, seine Teile. Und tausche die Bildsteine, um das Muster auf dem Stein des Zwergenkörpers wiederherzustellen. Ja, das ist ähnlich wie vorhin gerade. Da auf der Arschbacke hat er Wellen. Das ist sein Kopf. Das ist sein Arm. Das ist sein Schulter. So. Also sein Knie. Ja, so.
Und wir kriegen eins von drei Siegeln. Siegelteil. Aha. Ziel ausgeführt. Betritt die Geheimkammer. Boah, das sieht aber schon verdammt geil aus. Hier haben wir ein Bild. Ein leeres Bild. Das Gemälde wurde in Streifen geschnitten und einige wurden versteckt. Wer macht sowas? Warum macht man sowas? Hier rechts haben wir einen Brief. Das Schiff und die Insel. Viel mehr war über Jones nicht bekannt, abgesehen von den Geschichten über seine unglaubliche Galeone, die aus den Hüllen hunderter anderer Schiffe gebaut worden war, und über seine Basislager, eine felsige Insel, die keiner finden konnte, da sie sich angeblich allein durch Jones' Wille auf den Meeren bewegte. Ich habe bisher keine Schwachstelle von Jones gefunden. Er ist ein wenig ewig währender und rachsüchtiger Teufel, der mit jeder neu getroffenen Vereinbarung noch stärker wird. Ich fürchte, dass ich den Pakt mit meinem Leben bezahle und wenn ich nicht schon bald seine Schwachstelle finde. Diese Vorlage zeigt den Archipel von Davy Jones, allerdings fehlen einige Inseln. Und hier kriegen wir den zweiten halben Krebs. Immer so komisch aufgeteilt alles. Das muss das legendäre Buch von Davy Jones sein. Es wird allerdings von einem dreiteiligen Siegel beschützt. Weißt du, irgendwann fällt so dem Typen, dem Murray, ein, plötzlich, ja, hey, hier, ich will mal kurz ins Buch gucken, und dann muss er diese ganzen scheiß Siegelteile und alles, was wir gerade machen, muss er dann selber machen. Das ist doch furchtbar. Wo muss ich denn den Krebs jetzt wieder einsetzen? Ich glaube, da hinten war eine Kiste, oder? Ja, genau. Ah ja, und da sind die Streifen drin. Ja. Sowas von logisch. Sowas von logisch. So, sind das alle Streifen? Füge das Gemälde zusammen, indem du die Streifen auf das Brett ziehst und sie durch Anklicken drehst. Wow, das ist ja mal interessant. Alter Schwede. Wo könnte das hingehören? Hier? Okay, wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Der ist hier. So. So. Gut, das geht noch einigermaßen. Ist jetzt nicht so schwierig. Ja, wobei. Ja, so. So. Was? Wo gehört das hin? Hier, so. Nee, so kann das nicht sein, oder? Doch, hier. Da noch eins und hier noch und... Tada! Und hier ist auch ein Bildstück versteckt. Na klar, da muss ich jedes Mal dieses Ding zerschnibbeln, verstecken, wieder zusammenkleben. Alter, das ist doch, glaubt doch keine Sau, glaubt das hier. Das ist doch Schwachsinn. So, da ist wieder Wimmelbild, Wimmelbild. Jetzt muss ich Steinbrocken finden, was natürlich im Endeffekt dann diese Insel ergibt. Ja, 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 ja. So, mehr finde ich nicht. Aus, Ende. Gibt nicht mehr. Ah, jetzt kann man die Truhe auch aufmachen. Die aber nicht. Mhm. So ein spitzes Teil fehlt noch. Mensch, wo ist denn das? Hier ist es nicht. La 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 la. La 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 la. Hallo, wo bist du? Da. Wir kriegen eine kleine Insel. Und das dritte Teil. Juhu, das ging aber fix. So, rein damit.
So, und jetzt gucken wir. Habla, habla, shabla, habra, shabla, bla, 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 shabla, habra, habla, bla, habra, bla, bla. Das ist also das Buch von David Jones und es wurde in Geheimschrift verfasst. Oh, oh, da passiert gerade irgendwas. Wir nehmen das Buch. The quakes could bury me alive. I must get out of here. Okay. Dann gehen wir mal ganz gemütlich hier zurück. Und natürlich fällt es sofort zusammen, wenn man das Buch nimmt, weil es ja auch zusammenhängt. Die Höhle unter uns ist versperrt und keiner wird so rasch hinkommen, wenn überhaupt jemals. Zum Glück erst, als wir das Buch hatten. So. It's real. You found the book of Davy Jones. Maybe the pages will reveal how to defeat that treacherous devil. Let's hope Davy doesn't turn his attention on you. I heard he's vengeful, and you've outsmarted him once again. Now hurry up! The ship is leaving soon. Good luck on your next adventures. Wie, können wir schon nach Hause fahren? Hier. I hope that retrieving this book will help you and us both. We'd really like that second chance. Ja, ich hab's gefunden, dankeschön. There's still time before we set sail. You can safely finish your business here. Hä? Was muss ich hier machen? I hope that retrieving this book will help you and us both. Ich weiß gar nicht, was soll ich machen? Hier am Kai kann ich irgendwas tun. Ach so. The book of Davy Jones, the subject of the mayor's studies. You found it. Look. This good deed is already changing me a little. This means that we'll become human again, one good deed at a time. It may take a while, but you showed us it's worth it. We thank you from the bottom of our hearts. Take this book and use it well. Davy Jones may want to find you now that you've meddled in his affairs. Me and my brethren will keep our fingers crossed for you. Goodbye and thanks again. Hole das Buch von Davy Jones zurück. Was? Wo ist denn jetzt? Haben wir ihm das gegeben? Weil ich hab's jetzt nicht mehr. Kann ich jetzt abreißen? Einfach so. You're finished here? Then step aboard the Albatross. We're setting sail. You'll be home in no time. Abfahrt von der Insel. Finally, I was aboard the ship I'd saved from the Kraken and was sailing home to my daughter and my museum. I had broken another curse of Davy Jones. And everything ended rather happily, for the most part. Yet, instead of feeling safe, I felt as if the mystical sea devil was already on my trail, lusting for revenge. But this time, I have the key to his secrets in my hands, and I plan on using it. Ja, damit sind wir auch schon durch das Bonusabenteuer durch. Ja. Ja, so kann es gehen. Wir haben das Buch von Davy Jones jetzt gefunden und wir haben ja schon angekündigt, wir werden es auch einsetzen. Und so viel kann ich schon mal verraten, es wird nicht lange auf sich warten lassen, denn ich habe den dritten Teil natürlich schon. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr auch hier dabei wart und ich werde demnächst auch den dritten Teil anspielen. Was heißt anspielen? Ich werde den dritten Teil auch bald anfangen zu spielen, so muss ich sagen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Ich labere jetzt nicht mehr lang. Wir kennen das alles schon. Ich sage nur, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es gefällt, lasst ein Abo da. Und dann hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Deswegen, tschüss!